Los, Sühnen. Vitamin-Fishy-Etra-Hunt.
Zeigen wir es den Schweinen! Bringst du das, was Surt gehört? Gib mir, was mein ist. Und ich übergebe dir das Seinige. Komm zur Mitte. Balder, ich hab dich. Macht's weh!
peinlich. Einfach peinlich. Eins mit dem Allfeuer! Ich schände! Klar, auf die andere Seite.
Seelübungen. Und los! Flamme, gib mir Kraft! Balder muss nah sein, sonst wäre das Trugbild nicht möglich gewesen. Alles zu Asche. Da kam die Spinne. Sie wurde wohl verriegelt. Hey!
zurück! Mir nach! Hopp! Die Flamme verleiht mir Kraft! Balder ist hinter einer dieser Türen. Verschlossene Zellen. Ich brauche die richtigen Schlüssel. Die Blutspur. Wer auch immer hier entlang gezerrt wurde, war schwer verletzt. Aber stark. Es erforderte mindestens 4 Wärter, um ihn zu bändigen. Einer der vielen Kerkerschlüssel. Doch einige scheinen zu fehlen. Ich glaube, ganz hinten ist etwas versteckt. Die Gefangenen waren nicht untätig. So viel Tod. Muspels Volk lässt ein Nein nicht als Antwort gelten. Das ist Balders Handschrift. Kein Licht zu sehen, nur Dunkelheit. Sie zeigt Bilder des Leids, reiche, endloser Qualen. Diese Hoffnungslosigkeit.
Das ist nicht der Balder, den ich kenne. Wie groß sein Schmerz auch sein mag. Wirklich, Calder. Wagst du es tatsächlich, mein eigen Fleisch und Blut zu foltern? Könnte ich dich nur von den Toten zurückholen, um dich erneut zu töten? Da, jenseits dieser Tür, liegt das düstere Herz dieses Kerkers. Und mein Sohn. Ein Schlüssel mit einem Totenschädel. Den brauche ich, um diese Kammer zu betreten. Nein. Nein. Der Erhabene, nun am Boden. Misteln. Zeichen der Hoffnung, der Erneuerung. Aber nicht für Balder. Wir stopften ihm so viel davon in seine Kehle. Seine Todesquallen waren wundervoll. Blinder Wurm, du sahst nicht, was vor dir war. Hier ist ein Kind. Sein Licht erlosch schon lange vor deiner Ankunft. Und seine Überreste? Die wandeln jetzt in Helheim. Lass mich euch wieder zusammenführen. Nein! Verräterin! Verschwendest bloß meine Zeit. Jeder Zwerg hat mehr Größe als du. Er gehört euch. Verflucht! Danke, Wütende. Du gabst mir einen Grund, meine verräterische Stieftochter auszulöschen. Mach den Igel aus der Ratte! Gleich ist es vorbei! Ich weiß noch, wie Freaks weiches Fleisch sich unter meiner Klinge teilte. Wir sind viele. Keine kommen, du feiger Hund! Ich bin dein Ende. Elender Misthaufen! Verdammt! Endlich! Der Held Asgards! Du bist nichts als ein Blender. Das Herz schwarz wie Teer, grausam, ungeheuerlich. Diese Wahrheit hast du in dir weggesperrt und bewachst sie streng. Doch die Dunkelheit bleibt nicht verborgen. Sie sickert heraus wie Eiter aus einer Wunde.
vergiftet alles, was sie berührt. Das bedeutet es, Odin der Täuscher zu sein. Du gackerst und scharfst wie ein altes Huhn! Folgt meinem Befehl! Die Flamme lodert! Du bist immer wieder eine Enttäuschung! Es ist Zeit! Stirb jetzt! Bleib zusammen, mach schon! Wenn du kämpfen willst, dann kämpfe! Ich muss mich nähren. Brenne! Brenne! Geh schon aus! Du bist immer wieder eine Enttäuschung! Unterstützt mich! Töte dich! Alles wird... Gemeinsam, Schwester! Und scharf wie ein altes Huhn.
Was ist? Was hast du gesehen? All mein Kämpfen war letztlich vergebens. Mein Sohn war schon verloren, ehe ich begann. Seine Vorahnung wurde wahr. Dein Sohn? Balder, der Sohn des Erhabenen. Du weißt, was ich meine. Balder traf also das vorausgesagte Schicksal. Du magst versuchen, dich den Geflechten der Nornier zu entziehen. Doch wir alle sind darin verstrickt. Nein, ich werde das nicht glauben. Es gibt mehr zu sehen. Warum wurde ich aus meinem Traum gerissen? Möglicherweise hat nicht der Traum dich abgelehnt, sondern du den Traum. Womöglich hast du Angst davor. Ich fürchte nichts. Ich glaube schon. Und bis du dir diese Angst eingestehst, dich auf sie einlässt, wird der Traum nicht wiederkehren. Es gibt Mauern, die Tränke allein nicht überwinden können. Sag mir, was ich tun muss. Diese Saga endet hier nicht. Das darf sie nicht. Triff mich im Wald, wenn sich die Dunkelheit über das Land legt. Dort wollen wir herausfinden, wie furchtlos du wirklich bist. Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie? Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mir im Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln. Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie? Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mir im Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln. Das ist die Stelle. Jetzt muss ich nur noch auf Valka warten.
Ich fessle dir nun die Hände. Und zu welchem Zweck? Du bist zu sehr Kriegerin, Eivor. Du wirst deine Angst erst erkennen, wenn du ihr hilflos ausgeliefert bist. Trink. Und das wird den Traum zurückholen, ja? Ist das alles? Du lässt mich einfach hier? Valka, das... Warum muss ich gefesselt sein? Valka? Kommt und ich erreiche meine Waffe nicht. Valka! Valka! So viele. Kommen die her? Ich muss meine Fesseln lösen. Je mehr ich kämpfe, desto enger ziehen sich die Stricke. Es muss einen Trick geben. Was hat Valka gesagt? Mich darauf einlassen. Ruhig sein. Es klappt. Die Fesseln lösen sich. Frei. Jetzt wird abgerechnet. Sie verschwinden wie nach einem bösen Traum. Was geht hier vor? Verfluchte Gespenster! Kommt schon! Ich biete euch einen guten Kampf! Als würde ich gegen einen Fluss kämpfen! Ich kenne dich, Wolf.
sah dich auf dem Eis, am Tag, als mein Vater starb. Doch bin ich kein Kind mehr. Sei verflucht! Stirb! Du verfolgst mich nicht mehr! Der Wolf ist fort. Vorerst. Ich bin bereit, Valka. Es ist Zeit. Svartalfaheim. Selbst nach Ewigkeiten der Abwesenheit hasse ich diesen Ort noch immer. Doch bietet er mir Hoffnung auf Rache. Die süßeste aller Früchte. Das Reich ist verändert. Doch nicht durch Surt. Da ist noch etwas anderes. Ich muss Brock und Ivaldi finden. Mein Hugerkehr ist hoffentlich noch bei ihnen in Sicherheit. Was? Ist die Zuflucht gefallen? Diese Feuerriesen sind eine Plage. Bleib stehen! Los, stirb anständig! Das war's, Abschaum! Hilf uns, Erhabener! Rette uns! Die Flamme brennt hell! Lass keinen von ihnen entkommen! Lass uns nicht im Stich! Scheiße!
Hilfe! Zu Hilfe! Die Normier seien mit dir. Verfluchte Feuerriesen, kam aus dem Nichts. Wo ist der Hugakir? Habt ihr ihn verloren? Brock verließ gestern die Zuflucht, bevor der Überfall begann. Er nahm den Hugakir mit. Wohin hat er ihn gebracht? Seit du weggingst, wurde er immer launischer. Der Hugakir ist das Einzige, was ihn noch kümmert. Du solltest seinem Beispiel folgen. Also, wo ist er? Wo? Neulich Nacht sprach er davon, den Krater von Eitri zu erkunden, um Antworten zu finden. Er bringt den Hugakir vor Surts Türschwelle? Augenblick mal. Wo warst du überhaupt die letzten Tage? Tage? Egal. Es zählt nur, wohin ich gehe. Und wo ist das? Eitri? Wo immer ich Vergeltung finde. Beruhige dich, Harvey. Komm zu Sinnen. Auge um Auge führt dazu, dass am Ende alle blind sind. Was kümmern mich Augen? Wir werden noch bestraft wegen dir. Ich muss Brock in Eitris Krater finden. Der tapfere Dummkopf meint es gut, könnte mich aber um meine Rache bringen. Was stimmt mit diesen beiden Brüdern nicht? Einer starb bei der Suche nach Met, der andere setzt aus Übereifer sein Leben aufs Spiel. Sie für mich sühnen.